Herzlich willkommen zu den CAD/FEM Tutorials für ENSYS. Ich bin Christoph Gebhardt und möchte Ihnen heute zeigen, wie Sie dynamische Analysen mit ENSYS Workbench durchführen können. Die Mutter aller dynamischen Berechnungen ist die Modalanalyse. Sie liefert die Eigenfrequenzen einer Struktur direkt aus Steifigkeit und Masse. Im Gegensatz zur Messtechnik brauchen wir also keine Anregung, sondern können mit einer definierten Geometrie und dem zugehörigen Material direkt die Eigenfrequenzen auch ohne Anregen berechnen. Wir wollen uns die Eigenfrequenzen eines Industrielüfters anschauen, der ungefähr 2,50 Meter Durchmesser hat. Wir beginnen die Analyse, indem wir die Geometrie in den Arbeitsbereich von ENSYS übernehmen, aus den verfügbaren Analysesystemen die Modalanalyse auswählen und damit verknüpfen und die Materialdaten zuweisen. Unter Engineering Data können wir eigene Materialien erzeugen oder aus einer vordefinierten Materialdatenbank Materialien auswählen. Wir bleiben in den hier vorgeschlagenen Standardmaterial Stahl und gehen direkt in die Definition der Analyse selbst. Wir folgen den Definitionen im Baum von oben nach unten. Die Geometrie ist übernommen. Der nächste Punkt wäre die Vernetzung. Hier wählen wir eine Elementgröße aus, weisen sie der Geometrie zu, legen die Größe fest und vernetzen die Struktur zur Kontrolle. Nachdem die Geometrie vernetzt ist, legen wir die Bedingungen fest, unter denen die Analyse stattfinden soll. Das sind die Zahl der Eigenfrequenzen, die Zahl der Moden, die wir berechnen wollen. Können wir hier auf 10 zum Beispiel festlegen. Das heißt, die ersten 10 Eigenfrequenzen, die ersten 10 Moden werden damit berechnet. Was wir darüber hinaus noch brauchen, sind Lagerbedingungen. Wenn unser Lüfter beispielsweise hier fixiert ist, aufgeschrumpft ist auf eine Welle, dann können wir diese Fläche mit einer fixierten Lagerung versehen. Anschließend starten wir die Analyse und wir erhalten nach kurzer Zeit die Liste der Eigenfrequenzen. Einmal in grafischer Form, grafischer Darstellung und in tabellarischer Darstellung. Wir können diese Eigenfrequenzen anwählen und uns für jede dieser Eigenfrequenzen einen Schwingungsmod, eine Schwingungsform berechnen lassen. Die erste Schwingungsform sieht so aus. In der Animation erkennt man, dass von dem Lüfter, dass der Lüfter eine Drehbewegung macht, eine Drehschwingung macht. Das heißt, diese Eigenfrequenz von 67 Hz ist eine Drehschwingung. Die zweite Eigenfrequenz sieht aus wie das Ausbilden eines Topfes oder eines Tellers. Das heißt, es ist eine Schwingung in Axialrichtung, die den Rand des Lüfters nach vorne und hinten schiebt. Die dritte Eigenfrequenz ist eine Biegeschwingung, die den Lüfter um eine Querachse schwingen lässt. Und auf die Art und Weise können wir jetzt die verschiedenen Eigenfrequenzen auch höhere Schwingungsformen anschauen, wo man dann eben sieht, diese Schwingungsformen enthalten dann immer mehr Knoten, Schwingungsknoten, sind demzufolge auch nur mit höherer Energie anzuregen. Meistens sind die niedrigen Eigenfrequenzen die kritischen sind. Das heißt, die so ermittelten Eigenfrequenzen vergleicht man mit den auftretenden Anregungen und wenn es hier Übereinstimmungen gibt, wenn die nahe beieinander liegen, die Eigenfrequenzen und die Anregungen, kann man damit rechnen, dass es ein schwingungstechnisches Problem gibt, was sich in Form von Lärm- oder Festigkeitsproblemen äußert. Für den Konstrukteur, der sich konstruktive Maßnahmen überlegt, die Frequenz zu verändern, ist dabei die Schwingungsform ein entscheidendes Hilfsmittel, weil man daran erkennen kann, was die Schwachstelle der Struktur ist, schwingungstechnisch, und was zu tun ist, um diese Verformung, diese Schwingung zu verändern oder zumindest zu behindern. Durch konstruktive Maßnahmen kann man dann die Eigenfrequenzen nach oben verschieben und so die Situation entschärfen.